Ist doch ein gutes Stichwort. Jetzt auch nochmal in Audioform. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten. ich weiß halt nicht, ob du, wenn du hier bist, wirklich zuschaust oder so, weil wenn nicht, dann würde ich sogar machen, dass du mich nicht doppelt hörst. Also, ich werde wahrscheinlich schon zuschauen, aber du kannst ruhig das lassen, weil ich denke, ich schaue ohne Ton zu. Alles klar. Ja, aber wie gesagt, es wird eh erstmal ein paar Minuten nichts passieren, weil ich jetzt erstmal durch Items durchgucken muss, weil ich bin gerade bei 501 Items und so. Das muss ich auch noch machen. Eigentlich könnte ich was aufknacken, weil 33.000, ja, das sollte ich sogar haben. Falsch gedrückt. Warte mal, das sind... Den will ich eigentlich auch nicht aufmachen. Da haben wir noch 500er. Das sind... Warte mal, wenn ich die alle benutze... ich glaube, ich mache mich gerade unglücklich. Obwohl, ich habe ja... Obwohl, ich habe ja noch Sachen zu verkaufen, also passt schon. Jo, ich denke, Aso ist momentan am Essen, also... Um die Zeit herum könnte Essen sein bei ihm. Also Discord sagt zumindest, dass er abwesend ist. Ja, bei Aso weiß man das nie so. Select. Ja, wie gesagt, von der Uhrzeit her könnte es passen. Warte mal, was habe ich da eigentlich drauf? 41. Was ist das, Alter? Firearms Damage. Ich habe auch gehört, dass man irgendwie, keine Ahnung, ob das bei Nio oder bei Nio 2 ist, dass man jede Rüstung so aussehen lassen kann, wie man möchte. Richtig. Ich glaube, das war schon bei Nio 1. Wenn, dann ist es auf jeden Fall beim Schmied. Ja. Ich glaube, das war aber auch schon bei Nio 1, ja. Okay. Das heißt, Ace macht sich dann erstmal schicke Fashion. Fashion Show. Keine Ahnung. Eher nicht. Ich wollte mir eigentlich mal angucken, was da noch an Submissions ist. Okay. Ach, noch ein Kodama. Noch einer. Ja, der hat Life und der hat Item Drop. Ja, so mit. Das war Absorbing Emitter, Increased Chi Recovery Speed. Eigentlich will ich den Kram loswerden, Leute, und nicht behalten. Just get rid of it, Five-Head. Was ist Matchlock Damage? Matchlock hieß das Gewehr. Ah, ja, ich sehe es gerade, da steht auch Matchlock Rifle. Defend, Goal, Changed.
Ja, bitte, danke. Halt die Klappe. Das ist auch nur. Das ist. Hey. Warum habe ich die eigentlich? Achso, die war extrem viel schwerer, deswegen hatte ich die nicht an. Jo, das ist das oft nicht wert. Muss ich halt immer überlegen. So, ich habe halt da schon einen Playthrough gemacht, wo ich immer in Heavy Armor unterwegs war und halt nur Heavy Waffen benutzt habe. Geht auch. Was man kann es auf jeden Fall machen. Soul Matching Cost Reduction. Okay, das ist gar nicht schlecht. Soul Matching ist das, was ich da schon mal erzählt habe, dass du Waffen aufleveln kannst einmalig. Oder? Ah, okay. Also das heißt, bei dem ist es dann sogar nochmal 50% reduziert, weil das erste Mal Soul Matching, das ist ziemlich billig, das kann man auf jeden Fall einmal machen. Aber das zweite Mal ist dann schon verdammt teuer. Deswegen ist das gar nicht schlecht eigentlich, dass du das. Okay. Hab ich glaube ich noch gar nicht gesehen als Effekt. Ist auf jeden Fall super rare. Gibt's eigentlich Lila? Lila ist ja Epic, glaube ich, oder? Genau. Und gibt's in dem Spiel auch Legendary? Yes. Okay. Und Legendary. Aber erst im NG Plus. Ah, okay. Was für eine Farbe hat denn das dann? Grün. Grün? Also genauso wie die Sets. So wie die Set-Boni, was du da siehst. Okay. Zum Beispiel bei Warrior of the West siehst du unten ja Set-Dings. Und dieselbe Farbe hat auch Legendary. Achso, das hier. Plus 40er Lifeline. Ja, das lassen wir mal. Okay, das. Alter, warum vibriert bei mir gerade so viel rum? Achso, die fangen alle gerade an zu streamen. Achso, PayPal. Bist du schon wieder am Spiele kaufen oder was? Maybe not. Maybe fuck yourself. was kaufst du dir diesmal? Fairy Tale oder was? Ah, oh, das ist eine gute Idee, warte, das muss ich auch noch auf die Liste setzen. Fairy Tale Game. Erstmal eine Bookmark in Firefox und dann schauen wir mal, wie viel das bei Steam kostet. Ich glaube, das ist sogar runtergesetzt durch den Sale. Aber nicht viel. Es kostet immer nur 46 Euro. Ja, die Spiele, das sind ja immer noch Vollpreis. Ich müsste mir generell mal anschauen, was das Spiel überhaupt ist. Ich habe es noch nie wirklich angeschaut. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, du. Das Attack of Titan Spiel habe ich mir auch nie angeguckt irgendwie.
obwohl ich damals wirklich gehypt war Attack für of Titan und Berserk weiß ich halt, dass es Warrior Games sind. Okay. Also eher nicht mein Ding. Sollen aber beides eher schlechte Warrior Games sein, weil die Charaktere halt alle relativ ähnlich sind und es deswegen monoton wird. Das, was jetzt zum Beispiel One Piece oder Hyrule Warriors so gut macht, ist eben, dass unterschiedliche Charaktere sich auch sehr unterschiedlich anfühlen. Also sowas wie Zoro ist halt ein relativ simpler Schwertkämpfer, ist massiv anders als wie zum Beispiel, sag jetzt mal, Lysop, was halt nachher eben Munition und so weiter verwendet. Und das hat anscheinend, ich hab's nie ausprobiert, wie gesagt, und das hat anscheinend Berserk und Attack on Titan nicht viel. Also mir fallen jetzt bei Berserk eigentlich auch fast nur Schwertkämpfer ein, bis auf wenige Ausnahmen. Und Attack on Titan sind sie halt alle, ja, eigentlich auch alle nur Menschen und ja. Ich habe nämlich irgendwann einmal einen Tab offen gehabt, ich glaube auf dem Tablet für das Fairy Tail Game, hab's mir aber nachher nie wirklich angeschaut. Ja, ich halt auch nicht, wie gesagt. Ich auch nicht. Running speed, okay. Scheint auf jeden Fall eine Menge DLC zu geben für das Game. Für Fairy Tail meinst du ja Kostüme? Jesus Christ, ey. Gott, fällt mir gerade der Begriff nicht ein. EA? Ja, gut, nehmen wir das. Feels EA, man. Diesen Pass kostet heute auch 40 Euro. Oh. Es ist ja, wenn du heute ein Spiel kaufst, kannst du mal locker mit 100 Euro rechnen, wenn du alles haben willst. Es ist so Fairy Tail unverschämt. PS4 before you buy. That sounds about right. Before you buy ist meistens relativ gut. Guck mal, was gibt's denn da? Buy and sell items, create new equipment, increase the level, refashion the look of your equipment. ねえねえ、海の向こうのお話を聞かせてよ。Es ist gar nicht von, okay. Es ist gar nicht von Na, Gamer dann so. Ranks, das Video. Da hat jemand einfach mal den Titel und das Thumbnail gehijackt. Alles klar. Er sagt es auch direkt am Anfang, since
Gamerangs isn't doing it, I will. Okay. Was will denn er? We try to put that over. Okay. Kill all enemies once more. Ich hasse dieses Gebiet, aber kannst überall absaufen. Ja, das kannst vor allem du gut, ne? Mhm. Okay, das Spiel startet ich hier. Ah ja. Doch einige Tote hier. Es war. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt die Nebenmission ist oder die Hauptmission, aber es war, glaube ich, sogar in dem Level, wo ich am Ende die beste Rüstung gefarmt habe. Die Legendary von Phantoms. Na gut, davon weiß ich nix und so. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet in dem Gebiet, aber irgendwie sind in dem Gebiet halt viele Leute mit Legendary Rüstung gestorben. Ach ja. Den Scheiß kann man nicht blocken. Ich vergaß. Ich vergaß. Warum kaufst du eigentlich schon wieder neue Spiele? Du hast doch genug, Wer sagt, dass sie neue Spiele kaufen? Vielleicht kaufe ich auch DLC für Spiele, die ich dann mache. Ah, ja. just trust me, don't ask. es ist ein Don't Ask Kauf. Das heißt, du kaufst Sentai Games? Nein, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Same. Actually. Ich bin nicht Aso. Ah ja, Aso macht das, okay. Dindorzo. Ich bin mir nicht sicher, ob das alles, was sie machen, sind ja auch Free Games. Aber ich habe auf jeden Fall was bei ihnen gesehen. Und ah, ja. Ich habe noch nicht recherchiert, ob es gratis ist oder nicht, aber ja. Er hat auf jeden Fall mehr wie. Okay, ich kann schon wieder Fackeln anzünden. Aber ja, das was ich mache, ist eigentlich genauso für den. Hol gerade nur DLC, was ich gerade gesehen habe, was mir nur fehlt für einige von meinen Lego-Games. Da habe ich ja so ziemlich eine komplette Collection. Und ich habe gerade gesehen, dass mir bei zwei von den Marvel-Games noch die DLCs fehlen. Also versuche jetzt gerade irgendwo die billigste Lösung zu finden. Okay. Du DLC-Boy, du! Ich muss wirklich überlegen, welche DLCs ich gekauft habe. Ich glaube, wenn ich mal so überlege, die einzigen DLC, wo mir gerade so einfallen, wäre eigentlich Team Fortress. Und das war's. Ansonsten könnte ich jetzt gerade wirklich nicht sagen, wo ich DLCs gekauft habe. Hier ist es in die Lichtenjagd auf jeden Fall deutlich schlimmer geworden. So Bonus-Kram und DLCs, das zählt jetzt einfach mal alles unter Ohren gut. Jetzt war es ja wieder das Wort, was mir vorhin nicht eingefallen ist. Microtransactions, das war das Wort, was ihr eigentlich gesucht habt. Ah, ja.
Feels microtransactions, man. Wenn ich so viele Kostüme sehe. Feels one big transaction, then, man. Und so. Ja, wenn man sich ein Bündel kauft, ja. Ey, Mann, solange es die Optionen gibt, ist es ja schön, wenn es nicht Lootboxen sind. Ach ja, Lootboxen. Wenn du in Genshin einen bestimmten Charakter haben willst, oh ja. Much fun. Wobei, das ist ja auch eigentlich, ja, es ist Gacha, aber es ist eigentlich auch nichts anderes wie eine Lootbox. Das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, dass sie schon wieder bei MMOGA zur Verifizierung aufgefordert worden bin. Ich glaube, ich muss aufhören, auf MMOGA zu kaufen. Irgendwie ist es jetzt 3 von 3, also dreimal hintereinander in Folge, dass sie zur Verifizierung aufgefordert worden bin. Obwohl die mich direkt beim ersten Mal verifiziert haben. Beim zweiten Mal habe ich nachher ein Ticket geschrieben und dann ist es durchgegangen, der Kauf. Und jetzt habe ich es schon wieder, also jetzt bin ich wieder im Live-Support. Oh, ich habe gehört, die mögen keine Österreicher. Ja, angeblich haben sie halt viele Leute gehabt, die was halt nachher bei PayPal die Zahlung zurückgefordert haben und sowas. Und deswegen ist jetzt die Verifizierung. Ist ja auch schön fuck. Und gut, aber ist ja okay. Ich habe mir ja auch verifiziert. Und das ist das, was mich anpisst. Ich habe mich verifiziert und trotzdem habe ich noch hier denied. So, also verifiziert? Denied! Ja, also es sollte eben schon längst richtig verifiziert sein. Okay, also Kyle ist unrichtig verifiziert und so. Keine Ahnung, vielleicht haben die Penner, die das damals bearbeitet haben, anstatt dass sie meinen Account verifiziert haben, einfach die Transaktion auf gestattet gemacht. Du bist jetzt beim ersten Ticket jetzt auch gemacht haben, sein Wort. Also keine Ahnung. Possible. Very possible. Auch gut, nachdem ich dann endlich einmal einen Support-Typen bekommen habe, hat er mir wieder auf Englisch angeschrieben. Dann habe ich geschrieben, shall I translate my problem? Und jetzt, dann hat er so, wait a moment, und jetzt warte ich immer noch, oh Mann, ey. Peppu Support auch noch oben drauf zu dem Ganzen. Naja, es ist zweiter Weihnachtsfeiertag, also. Schon. Wundert mich eh, dass da überhaupt jemand verfügbar ist, aber okay. Jo. Naja, das, also so verdauernd Verifizierungsscheiß und so, das wäre für mich wirklich ein Grund, irgendwo nicht mehr zu kaufen. Jo. Ich werde jetzt auch versuchen, dem Typen klar zu machen, wobei nicht weiß, wie viel Sinn das hat. Weil dann der zweite Typ, der Typ vom ersten Tick, das ist ja auch scheinbar nicht verstanden. Aber ich werde dem Typ jetzt pretty much klar machen, wenn es das nächste Mal nochmal habt, dann wechsel ihn an die Typ, also oder halt den. Next time I will buy at Steve directly. Oh Gott, Alter.
Zungenschlecker, ne, ey. Ach, der war nicht mal unique. Okay, Game. Ist die, diese ertrinken Scheiße in diesem Level, Alter. Sag dir, Ace kann nicht schwimmen. Ace hat eine Gum-Gum-Frucht. Mera-Mera-Numi. Was, glaube ich, bei Ace. Yes, es war die Mera-Mera-Numi. Extra nochmal gegoogelt zum Confirmen. Okay, er hat sich verpisst. Ich hasse dieses Level. Es ist so arsch. Schon. Verstehst du, versuchst einfach nur hinter den Gegner zu kommen? Nein! Du fällst jetzt da runter! Fick dich! Oh Gott, ey. Ich hasse. You mad, bro? Schon leicht. Das ist doch ohne Witz, ey. Das... Oh, wie machst du das jetzt? Oh, so gut! Weißt du, was jetzt seine Antwort war? We can complete your order without verification, if you would like. I would like okay. All my orders without verification. Was hast du gemacht, dass die dir nicht trusten, Junge? Nix. Ich hab noch nie was kriegig gemacht. For the majority of our company. Okay, jetzt hätte mal irgendeine kopierte Antwort geben, weil es plötzlich auf einmal viel Text war. Der Typ hat jetzt erstmal den. Alter, hat erst jetzt mal den Standard-Reply rausgehauen? Das ist doch ein Meme. Ich guck gleich, dass ich einen anderen Weg einfach lang gehe. Ich gehe jetzt wirklich einfach mal einen anderen Weg lang. Lol. Okay. Yo, ich denke, so sind vermutlich auch die ganzen Legendaries hier gelandet. Alter, was geht hier gerade ab? Was geht in diesem Level ab? What the fuck? Jetzt weiß ich, wie du die gefarmt hast. Hier tut einfach alles voll spawnen mit den Fuzzis, so. Okay, man kann hier einfach hinlaufen. Ja.
denn das für ein Level, Junge? Der Level ist weird. Zumindest in der Submission ist er total weird. Geht es auch ein. Okay, ich komme auch nicht mehr zurück wieder. Ich darf mein Feuer benutzen. Das ist da mein Main Fuzzi. Sorry, whether to do the payment check depends on our system. We have no influence on it. Yeah, okay, dude. Alles klar. That means I'm no longer your customer. Oh fuck. Das war eben zu greedy. Ich bin zu greedy geworden, es lief zu gut. Ich kann dir halt leider, zumindest für Österreich, keine Alternative empfehlen. Es gibt nur King Green und G2A. Ja, G2A ist halt so eine Sache, keine Ahnung. G2A ist manchmal irgendwie fishy. Okay, ich persönlich hatte mit G2A noch keine Probleme, aber... Ich auch nicht. Es ist nur meistens minimal teurer als MMOWare. Und was ich nicht mag, ist, dass der Preis, den was du in der Suchleiste hast, nicht dasselbe ist, als wie wenn du noch auf Produkt selber draufklickst. Und das nervt mir eigentlich auch immer. Also, es ist auf jeden Fall eine Alternative, aber... ja, eigentlich war MMOWare immer das Beste. War! Oh, tschüss. Yes, until they ruined it. Wie so vieles. Ja, ich habe ihn halt gesagt, also ich habe gesagt, ja, ich habe Verständnis, dass er mir nicht weiterhelfen kann, aber dass sie halt in Zukunft woanders shoppen wird und er das weiterleiten soll, dass sie mit der Aktion halt zahlende Kunden verlieren. Das Spiel zum Beispiel ist in dem Fall. Ja, und mich tun sie praktisch durch deine schlechte Erfahrung verlieren, weil ich hatte auch vor, da mal was zu kaufen, aber nee, brauche ich nicht. Don't need that.
Ach, der Fette ist schon hier. Okay. Alter! Oh Mann! Ich setze jetzt noch einen drauf. und frage ihn jetzt, wie funktioniert eigentlich Produkt zurückgeben auf eurer Seite? Und dann so gar nicht. Weil du den Key ja schon eingelöst hast. Negativ habe ich nicht. Aber sie können es wahrscheinlich nicht prüfen, ob du hast oder nicht. Ich wüsste nämlich keine Möglichkeit, wie das geht bei Steam. Könntest du da mal... Alter. Heißt Drecksklopfi. So, jetzt habe ich die Frage gestellt. Jetzt bin ich gespannt, was er antwortet. Jetzt so, oh Gott, why? Can you just stop, dude? Und so. Denkt das sich jetzt gerade wahrscheinlich. Ich meine, ich habe gesagt, dass die eigentlich nichts geben kann. Und ich weiß, dass die Menschen das nicht kapiert kann, aber. Ach komm. Das ist wieder wie bei dem anderen Vieh. Ich sterbe, wenn der Gegner Low HP hat. Oh, ich liebe es. Und das kann Ace gut. Ja, das kann ich verdammt gut. Das kann ich wirklich verdammt gut. Ach Gott, da ist er ja schon.
Ah, jetzt kommt der eigentliche... What the fuck is that? Park. Ja, der hat ein bisschen was drauf. Aber nur ein bisschen. Oh Mann, ey, die Submissions werden auch immer weirder, ey. Manche von den Submissions sind nicht so einfach. Das ist in der Tat korrekt. Und dein Support-Mitarbeiter ist noch am Schwitzen, oder? Also er hat halt geschrieben, der Code soll logischerweise nicht eingelöst sein. Und dann scheinen sie zu versuchen, das an einen anderen Kunden zu verkaufen. Und wenn der keine Beschwerden hat mit meinem Key, dann kriege ich einen Refund. Und ja, jetzt habe ich halt gefragt, wie ich das dann eben einleite. Und ja, die Antwort war auch die gerade noch. Gott, wie kleinen Drecksviecher. Ich hasse. Ich hab's erst und ich hab's jetzt direkt bei Steam gekauft. Hätte vermutlich nicht direkt machen sollen. Hätte mal wegen 5 Euro hätte ich so viel Ärger nicht gehabt. War das jetzt das DLC oder was? Insgesamt sind es 5 Euro, weil es sind mehrere DLCs. Okay. Was ich gespart hätte, aber was soll's. Ich wird halt. Jetzt haben wir gerade gedacht, was ist jetzt schon wieder für eine Notification, aber jetzt war es halt logischerweise von Steam die Notification. Ich bin es nicht gewohnt, dass mein Handy Geräusche von so gibt, weil das macht es nur bei sehr wenigen Apps. Es ist pretty much alles lautlos bei mir. Vor allem, ich denke,
Das Geile war auch, ich denke mir so, okay, der große Gegner, das ist es jetzt. Nein, da kommt noch einer. Ja, es ist, denke ich, eine von den härteren. Es kann also durchaus sein, dass es hier in wirklich in genau der Mission, in der NG Plus Version war, also nicht in der Main Mission. Ich meine, wenn ich mich mal wenigstens auf ihn fokussieren könnte, aber nein, du musst halt jedes Mal durch den anderen kleinen Schrott durch. Alter, hatte ich eben Luck, dass der große Gegner retarded war. Oh, das wird spaßig. Das wird sehr spaßig. Indeed, indeed. Jo, ich habe jetzt den Return in Angriff genommen. Return innen. Initialize. Destruct Sequence initiated. Und dann so Return denied. Go fuck yourself. Ich meine, ich habe halt probiert, ihn einzulösen, aber da ist halt gestanden, weil ich schon das Hauptprodukt habe, dass ich es nicht mehr einlösen kann, obwohl es eigentlich der Season Pass sein sollte. Also aha. Ja. Dürfte theoretisch immer noch an News sein, ich werde es ja merken. Aua! Motherfucker!
Ich sollte das hier mal auflösen. Sehr schwerer Boss. Der hat sehr viel drauf gehabt. Jetzt Trash Talk. Ist gleich. Und jetzt machst du Trash Talk. Der Orne. What nee, jetzt nach deiner Ansage bin ich jetzt wirklich leicht enttäuscht. Mann, das ist eigentlich ein angriffsfähiger optimaler Boss, das ist eigentlich einfach nur ein neuer Trash-Gegner, der wurde halt da introduced. Mori war Saigoku der Mottomo Tsuyok, Ogiku Natta. Futari Naki Ima, Kono Chikara, Katsute no Nio ni Oebanu no Meihaku. Taisen no Hinoko no Nakade, Mori no Ie o Mamori Tousu Kono Nandai, Toku Tedate Nado Aru Hoka, Ishida to Tokugawa. So shidi wa manukare mai ga katta hou ni kumi suru shika aru mai. Ah ja, ein Spirit haben wir bekommen. Jetzt sagt mir aber nicht, dass sein Tech-Support-Boy Steve heißt oder so. Wieso? Hier ist Steve vom Oculus-Support! Okay. Okay, kann es sein, dass du die South Park-Folge noch nicht geguckt hast? Immer noch. Ich bin immer noch gerade da, wo sie aufgehört haben mit der ganzen Trump-Scheiße. Also, ich schau den chronologisch oder gar nicht. Ich hab gehört, Kyle muss mal wieder Geschmack an South Park finden. Ah, the Bridge of Bone. Okay, eine Gesture. Smiley. Alles klar bei dir? Ja. No smell boy. Sagen wir mal, not so good smell boy. Also wenn ich mir was direkt vor die Nase halte, dann rieche ich's, aber ansonsten nicht. Hm. Okay. Kill all enemies once again. Oh Gott, die Mission. Oh Gott, das gibt mir schon Hoffnung, wenn du das sagst. Das gibt mir schon Hoffnung, wenn du das sagst. Natürlich auch immer möglich, dass ich nur getrollt habe, die verunsichern will. Ja. Yeah. Oder du willst mit deiner jetzigen Aussage trollen. Ja, aber du weißt jetzt nicht, was davon ist, der Troll. Es ist zum. Ist das ein anderes Gebiet oder. Nee, das. Oder? So oder so wirst du getrollt. Schon.
どういうことだ。敵にすんのが鬼どもじゃ、分が悪すぎるぜ。Okay. Ist das das Einzige, was ich machen kann, ne? Da vorne, die Gegner? Okay, also das läuft wieder auf einen Bossfight hinaus oder so. Oder mehrere Bossfights, weil ansonsten ist hier nichts. Aber immerhin, man kann nirgendwo runterfallen. Das finde ich schon mal gut. Es ist literally impossible, irgendwo runterzufallen. Probier's ab! Ja, ich meine, da, was soll ich da ausprobieren? Man kommt hier halt nicht runter. Okay, hier könnte man runterfallen. Okay. Aber damit kann ich leben. Ach, das ist die lahmarschige Version. Okay, da war ich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Ah ja, Masken. Ich hasse diese Maskenfischer, weil ich die irgendwie nie angegriffen krieg. Ja, ich verstehe diese Gegner nicht. Alter, what the fuck? Ach, Bambi. Ach, Bambi. Kann mal einer dem Bambi helfen. That's what I want to see. Everything in library. Everything. Und dann gehst du so auf SteamDB. Da fehlt noch was. So, ich mach grad eben noch einmal einen Check, ob ich doch nur irgendwas übersehen hab. Oh Mann, ey. Ich hab keine Ahnung, wie das angefangen hat, aber ich hab halt eben eine ziemlich komplette Collection von den LEGO Games, deswegen würde ich das jetzt halt weitermachen. Also halt die klassischen, sowas wie LEGO Star Wars und so weiter, die LEGO Games. Zum Beispiel vom LEGO The Movie habe ich zum Beispiel draufgeschissen. Ist für mich das Gleiche. Okay. Aber hast du Abenteuer auf der LEGO Insel? Du meinst das Uralte? Ja. Nope. Not complete! Not complete! Ruined! Ich hab zum Beispiel auch mit die neuen LEGO Star Wars von der Skywalker Saga, die sind jetzt halt die Prequel. Die Sequel Trilogie. Die hab ich zum Beispiel auch nicht, die weiger mit. Wieso sind sie schlecht? Let's not talk about it. Okay. Das ist eh so ein Meme. Früher haben wir alle die Prequels gehatet. Und jetzt haben sich die Prequel-Fans und die Original Trilogy-Fans zusammengetan, um gemeinsam die Sequels zu haten. Ah ja. Das ist auch so witzig, ey. Keiner hatet mehr die Prequels heutzutage, weil alle damit beschäftigt sind, die Prequels scheiße zu reden. Alter, diese Masken, Alter, ich verstehe diese Gegner nicht. Ja, dass du das nicht verstehst, das ist offensichtlich. Oder sowas wie LEGO World zum Beispiel, haben die mir auch mitgeholt. Ja. Ist für mich, zählt für mich jetzt nicht unbedingt zu diese Art von LEGO Games dazu. LEGO World sagt mir jetzt auch ehrlich gesagt nichts.
Ja, wie beschreibt man das? Es ist auf jeden Fall ein bisschen anders. ja, die haben halt mal was Größeres versucht, sagen wir so. Aha. Soll ja auch so ein bisschen Minecraft sein, Explore, du kannst selber bauen und so weiter. Aha. Ja, wie gesagt, not really interested. Wir haben einfach verschiedene Lego Games und Franchises, und wenn ihr gerade auf ein bestimmtes Franchise Bock habt, dann spiele ich halt das Lego Spiel dazu. Nee, nicht die scheiß Viecher. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie einfach. Also angeblich besitzt sie aber den Season Pass, also ich habe mir jetzt vorhin das komplette Marvel Pack geholt und angeblich besitzt sie immer noch nicht den Season Pass. Okay, dude, whatever. Ich brauche ihn ja nicht, solange ich die ganzen Charaktere habe, was damit kommt. Okay, dude. Ah ja. Okay. Warum startet jetzt das Spiel? Hast du auch gedrückt Start nach Installation oder so? Nein, eigentlich nicht. Ich habe gerade gesehen, dass mir noch Spider-Man fehlt und dass Spider-Man scheinbar ein Free-Download ist. Dann habe ich jetzt halt auf Kaufen gedrückt und hat das Spiel gestartet oder so. Weird. But okay, I guess. Oh hey, hier kann man wenigstens einmal das Intro skippen. Bei dem einen, was sie vor kurzem gespielt haben, DC Villains, ist es nämlich nicht gegangen aus irgendeinem Grund, oder geht's nicht aus irgendeinem Grund? Ach nee, come on, Game. Ernsthaft? Gott, ich glaube, ich, also für so viele Gegner bin ich, glaube ich, zu kacke. Fuck. Hey, ist der jetzt dann in meiner Library oder nicht? So angeblich ist er immer noch nicht in meiner Library. Question mark. Ich leg mir das mal auf einen anderen Screen. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Okay, jetzt hat das gecheckt, dass er in meiner Library ist. Ach, es gibt Checkpoints, okay. Neo kann nett sein. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter. Hopp, ey. Manchmal. Entweder ist es RNG, dass ich manchmal guten Damage mache, oder ich verstehe es einfach nicht. Manchmal, ich hau auf den Gegner drauf, er hat keine Ski mehr. Ist das einfach ein Crit, wo ich lande und Glück hab, oder was geht ab? Ja, das ist immer von den Schwachpunkten aus.
Ja, aber ich... Words not found. Words not found to express yourself. Ich habe eher das Gefühl, ich schlage halt auf die gleiche Stelle und treffe nicht. So, und jetzt tut Kai die Lego-Spiele kaputt, Mon, habe ich gehört. Gibt es dafür überhaupt Mods? Ich habe noch nie, versucht, Mods zu recherchieren für Lego-Spiele. Keine Ahnung. Ich meine, Kyle moddet alles kaputt, also warum nicht auch Lego-Spiele? Das ist doch. Das stimmt doch nicht, Freund. Wann habe ich die Spiele kaputt gemacht? Skyrim. Okay, das ist aber lange her, das zählt. Wann habe ich bitte jemals auch nur ein einziges Spiel kaputt gemoddet? aber nie. Wow, nice! Nice Jump Attack, Ace! oder Drop Attack. Ja, ich hab's versucht noch zu canceln, aber keine Chance, ey. You can't cancel ihn mit R. Und so. Nee, ich hab versucht, das Rutschabhallen zu canceln, das meine ich. Ja, sag ich ja. And you can't cancel ihn mit R. Denied! Ach ja, jetzt kommt ja er wieder. Diese Masken, Alter. Anyway. Ja. Eigentlich mod ich gar nicht viel, tatsächlich. Nicht mehr. Was heißt denn nicht mehr? Ich hab Skyrim gemoddet und Sims. Das war's eigentlich. Und WoW hast du mit Add-ons kaputt gemacht? Nein, nee, Add-ons, weiß nicht, ob Add-ons als unbedingt jetzt als Mods zählen. Ja, aber ja, okay. Okay, wenn du das zählst, dann auch WoW, I guess. Stimmt schon. Das hab ich jetzt gar nicht gedacht. Vor allem dann noch beim Classic Release, das war halt doppelt ärgerlich. Erstmal alles kaputt machen. Und dann wieder in der Queue stecken und nicht reinkommen. Oh, ja, Final Fantasy Trauma und so. Oh Gott, why? Also laut Arse soll ja aktuell wenig Queue sein. Naja. Vielleicht Leute, die Weihnachten actually feiern und so. Ja. Er macht den Zauber. Leute und so machen das. Nein! Komm! So viel zu. Da kann man nicht runterfallen. Träumen weiter, Potter. Gott. Immerhin scheint es Checkpoints zu geben. It's something. It's only slightly rape. Genau, it's only slightly rape. Oh. Das erinnert mich dran, dass ich eigentlich noch bevor ich abgelenkt bin vom MMO VR, wollte ich eigentlich das Video weiter schauen, Before You Buy von Ferret.
Okay, also vom Gameplay her. Vom Gameplay her würde ich sagen, du musst jetzt auf jeden Fall spielen. Ach, gibt es zwei Kräfte? Oh. Ace will love this und so. Is this Dynasty Warriors in its finest form? Nein. Das wäre ja dann, das wär ja dann, noch etwas, was du vielleicht spielen könntest. Weil so schlimm ist Dynasty Warriors gar nicht, von den Stats her und so weiter. Ja, ja, ich find's aber trotzdem irgendwie nicht so meins. Einfach durch Gegnerhorn durchslashen. Weißt du was es ist? Es ist ein fucking JRPG. Oh Gott. Okay. Fucking rundenbasiertes JRPG. Alles klar. Und Acer, nope, I'm out of here. Aber sowas von. Don't need Final Fantasy und so. Oh. Scheint halt, also gewisse Attacken scheinen nachher halt auch mehrere Gegner treffen zu können und so weiter. Man hat klassisch Mana. Hier sind wir zum Beispiel. Chat. Also manche Attacken scheinen dann auch mehrere Gegner treffen zu können und so weiter, aber ja. it's pretty much a JRPG. Was eigentlich nicht das ist, was ich von dem Spiel hätte wollen, aber ich weiß nicht, wie man das gibt. Oh Gott, das sieht ja aus wie Advance Wars. Damit auf dem Feld Einheiten rumbewegen und shit. Oder? Nee, das ist nicht das. Wie gesagt, es ist einfach nur turn-based, aber die Attacken können mehrere treffen. Ja, wenn ich das so so sehe, erinnert mich das halt an Soul Calibur und so Krams. Was ich auch nicht ausstehen kann. Okay. Oder Advance Wars und so Krams. So, keine Ahnung, so. Ich kann nicht sagen Strategiezeug, weil Age of Empires zum Beispiel spiele ich unheimlich gern. Wo Kyle einen Anfall kriegt. Die traurige Sache ist, an und für sich mag ich ja das Konzept von Strategie-Games, aber ich bin einfach mega scheiße und krieg nur auf die Fresse. Kyle kann einfach keine Strategie. Kyle ist Barbar, der haut einfach drauf. Na, du brauchst nur genug Einheiten, dann funktioniert das. Ja, auch nicht immer, oder das ist. Das ist einfach meine Strategie gewesen. Strategie unter Anführungszeichen. Alter, ich verstehe diesen Masken nicht, es nervt einfach nur noch. Oh, da wäre fast schon verteilt. Da fällt er runter. Da geht der Ace baden. Oh, und hüpft selber rein. Diese Maskengegner, ey. Komm ich ihnen zu nahe, krieg ich Damage. Ich meine, what the fuck? Ja. Sind das wirklich Gegner, wo gedacht sind, dass man sie abschießt und eigentlich nicht im Nahkampf macht? Oder stelle ich mich einfach nur scheiße an im Nahkampf? Ja. Tja, ey. Das wüsstest du jetzt wohl gerne. Ein wenig und so. Ein wenig. Man kommt hier auf jeden Fall im Nahkampf. Ja, habe ich ja auch gemacht. Nur. Ich habe ein Problem damit.
Keine Ahnung. Es ist auch ohne größere Probleme möglich. Just saying. Okay, kann es sein, dass sie eher auf Low Stance abfahren? Ouchie. Warum das nicht? Ich frage mich, warum das nicht fucking früher probiert hast. Ach Ace. Ach Bambi. Und ja. Das Problem ist immer, dass du einfach zu langsam bist und einen Gegenangriff bekommst. Ja, dass du nachher nicht gleich die Low Stance probiert hast. Das ist wieder so ein Ace-Moment, wo ich mir denke, why? Ace ignoriert gerne Spielsysteme, bis es nicht mehr anders geht. Müsstest mich doch mittlerweile kennen in der Beziehung. Aber das hat damit wohl mehr was mit, ja, mit Werten zu tun. Das ist das bezieht sich nicht nur auf Werte unbedingt. Wenn ich das nicht mag, so zu kämpfen, dann wird so lange probiert, ob es irgendwie nicht so geht. Und wenn es nicht so geht, dann okay, dann muss ich mich irgendwann beugen. Dance. Es gibt ja auch eigene Talente. Oh Gott, 41 Punkte! Scheiße, das hat mich jetzt rausgebracht. Gott. Ja, also hat er auch einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Oh Gott, er postet das doch in Discord. Dann kriegt Arso direkt einen Nervenzusammenbruch. Oh Jesus. Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, es gibt sogar nur eigene Talente, wo du sogar nur Boni bekommst, wenn du die Stands in deiner Combo wechselst. I know. Ich hab ja. Es ist nicht so, dass ich nicht gar nicht in den Skill Tree reingeguckt habe. Nur irgendwie. Alter, 40. Oh mein Gott! Ach, Bambi. Du machst mich fertig. Ich will mal die Gegner fertig machen, mit mir. Ach, der lebt ja immer noch. Nein! Diese Löscher, Alter. Ich hasse es. Also mit. Wenn du mich anpissen willst, platziere Löcher in den Boden. Bester Weg, um mich anzupissen. RIP! Ohne Witz können die sich nicht mal einen Schiffshandwerker oder so leisten. Wir brauchen einen Frankie, der die Bude mal repariert, ey. Schon. Intensifies. Okay. Ups, das war das Falsche.
Ah, wo war das jetzt? Oh Gott, Arthur hat's gesehen, oder? Yes, he saw that it. Dann kommen die Leute, die es mir fliegen. Okay, was geht jetzt ab? What the fuck? Hey, hallo, Astro. Scheiße, Heikai. und jetzt auch nochmal für die in Audio. Frohe Weihnachten. Danke, frohe Weihnachten. Auch von mir, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, echt. Sag ho ho ho, he he he. Sag ho ho ho. Oh, und eine Buddel voll rum. Ich hab vorhin, hab ich halt angefangen irgendwas zu labern, über die Skillpunkte, und dann schaue ich so noch links runter und erstmal so, oh mein Gott, why? Oh. Wo ist überhaupt hin? Ja, weil ich gerade, wie gesagt, von Skillpunkte geredet habe, und hey, wie viele Skillpunkte hat Ace jetzt eigentlich nur unverteilt? Also mal ehrlich, er kann hier bald alles fertig skillen, wenn er so weitermacht. Ist schon. Ace, du könntest wirklich mal gut werden. Geht gut. Ich meine, gibt es ein Achievement dafür, dass man keine Skillpunkte verteilt? Wenn ja, könnte Ace das erreichen. Ich hab welche verteilt, also das... Ja, aber auch nur die, die ich dir zeigen soll. Nicht ganz. Es war nicht sarkastisch genug für Ace. Ja. Oh, Mann, ey. Ach, Bambi. Ey, ist halt auch wieder so drin, oder? Nee, ich hab ne Mezzo. Nein! Diese fucking Löcher, Alter, ich krieg... Was ist los, ey? What the fuck? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh. Bambi. Das kann man sich nicht antun. Ach, oh, Bambi. Oh, und Final Fantasy ist wieder Q. Zwar nur 500, aber Q. Bams, Q is back. Schauen wir mal, was die Q-Mon gibt, wenn Weihnachten. Spiel ich erst was The Lars weiter. Wah. Wir spielen auch ja, gleichzeitig. Fidit. Ich hau zu. Ich meine, ich könnte wirklich Nioh spielen. Ja, yeah, könntest du. You could. Beim letzten Mal ist es ja abgestürzt. Yep. Naja, ich kann es ja mal anwerfen. Wow. What the? Weißt du, was noch länger wie eine Woche her ist? 7 Days to Die. Was ist daraus eigentlich? Stimmt eigentlich. Gutes Argument. Du hast so viele Pläne gehabt für deine Base und... Wow. Nur zur Info, Alpha 20 ist stable. Also wenn du deine Base weiterbauen willst, musst du umstellen. Muss ich? Ja, nö. Musst du. Ich kann auch auf alten Patch dann weiterspielen. Ja, das meint er ja. Ja, deswegen musst du umstellen.
weil ansonsten lädt das Spiel die Alpha 20 praktisch runter, weil es ist ja stable und dann kannst du die Map nicht laden. Jo. Also ich fange mal von vorne an. Warum nicht? Also ich mach den Stream über Discord an. Also was spielst du? Ach, du spielst wirklich nie, okay. Ja, ich guck mal ein bisschen rein. RIP 7 Days! RIP! RIP! Also ich werde jetzt nicht atemberaubend viel machen, denke ich. Mal sehen, wie viel Kopf ich habe. Wow! Die... That was new! That was new? Ah! Ich erinnere mich, dass ich auf der Sidequest war. Dass ich in die Höhle gegangen bin. Und dass ich noch Skillpunkte verteilen wollte, aber dann abgestürzt ist. Ja, bei irgendwas war es mittendrin abgekackt. In der Tat. In der Tat? In der Tat. In der Tat. Ich meine, es gibt so viel mit sich im Kram, ey, aber du ignorierst alles davon. Literally alles. Oh, ich glaube, der Ace hat wahrscheinlich nicht mal. Oh. Ha, jetzt. Hi, was soll das werden? Will ich dein Weltrekord aufstehen? Du könntest selbst Yokai-Schutz einfach skillen als Passive bei manchen. Einfach nur. Egal was du machst, alles ist besser als das. Gar nichts. you literally cannot do anything worse. Und er ist so, I don't care. Ich kehre so lang halt nicht, bis ich wirklich nicht mehr weiterkomme und dann fängt das Kehren an. Und Karen. aber wie gesagt, das ist bei mir kein neues Phänomen. Wenn du, ich glaube, mein zweites oder drittes Video auf YouTube guckst, das Spiel The Cursed Crusade, das habe ich genauso gespielt. Ich habe das komplette Spiel ohne Kombos anlocken durchgespielt. Ja, aber okay. Und High Blue. Könnte es so viel besser sein, High Blue. Na gut, wenn du Neo spielst, vielleicht gucke ich mir das sogar mal an, weil ich wollte eigentlich eh nur eine Submission machen, jetzt habe ich zwei fertig. Dann kann ich mir beim nächsten Mal, außer du spielst nur kurz, in Ruhe alle, das... Okay, da schaue ich einmal zu und dann spielt Ace nicht lange. Oh, warte mal, hier gibt's eine neue Submission. Okay. Never mind. Ach, Atze. Nein, ich hab gesagt nevermind, weil da ist noch eine Submission. Ich hab gedacht, ich hätte jetzt hier alle Submissions fertig, weil dann hätte ich wirklich aufgehört, neues Gebiet, aber hier ist ja noch eine. Okay. Mhm. Welche Mission oder Submission hatten Aso gerade? Noch ganz, ganz, ganz am Anfang vom Spiel. Warte mal, du hast, als letztes hast du ja den 360-Gegner gemacht auf dem Schiff. Ich weiß wirklich gerade nicht mehr, was danach kam. Warte mal. Ich kann ja einfach mal bei mir selbst gucken. 360-Gegner auf dem Schiff? Hä? Ja, der mit den zwei Kugeln. Der erste Boss. Der erste Boss halt. Boss. Oder der zweite Tutorial-Boss, wie auch immer du es sehen willst. Ja, das ist, der hier halt, das...
Obwohl, nee, das ist nicht das Spirit Stone Slumbers. Ist ja ausgegangen. Gut, dann gucken wir mal, was das da ist. Ups, also, ich kann das. Also irgendwie wird denen gefühlt auch alle 5 Sekunden ihr Schwert geklaut. Ja, schon. Demistion, ah. Witzig. Ach, ey, jetzt hast du jetzt übrigens rausgefunden, ob ich vorhin auf die Art oder auf die Art getrollt hab. Du hast es getrollt? Ja, ich hab's nur gesagt, oh Gott, war die Demistion. Und dann habe ich gesagt, tja, jetzt weißt du allerdings nicht, ob ich nur getrollt habe oder ob es wirklich eine schwere Mission ist. Es ging, also ohne Checkpoints wäre es wirklich, oh Gott, why gewesen, aber mit Checkpoints ging's eigentlich. Ace verunsichern ist immer witzig. Gut, dann gucken wir uns die Mission mal an. Oder die Submission. Cross the Crab Arty ist ein Ziffer und sichert Ace. Super knusperig. Bei Archiku. What? What? Ich hab. What? What? Excuse me? Down, okay. Ich hab gedacht, er wäre abgesoffen. Gerade mir die Stat-Voraussetzungen an. Resident Sleeper! Körper und Stärke, Ausdauer und Stärke. Wow! What the? Sehe ich das richtig, dass schwere Rüstung immer Ausdauer und Stärke braucht? Und mittlere immer Körper und Stärke und mittlere immer Körper und Fähigkeit? Habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ab einem gewissen Punkt hast du eigentlich sowieso die Requirements für alles, weil die niedrig sind oder so. Schießt er da erstmal mit der Kanone auf mich drauf? What the fuck, dude? Scheiße. Wieso habe ich jetzt mit der Taste angegriffen? Ach ja, also Tastatur-Memes. Ja, ich habe E gedrückt. Appelle! Aus irgendeinem Grund hat er angegriffen. Schlechte Steuerung, Appelle! Wusstest du, dass das Spiel Maussteuerung erst nachträglich gekriegt hat? Nein. Warum? Das erzählst du jedes Mal, Ex. Weil es so ist. Und jedes Mal sag ich, ich habe ein Save aus 2000 Schieß mich tot. Und da war auch schon Maussteuerung möglich, also. Wahrscheinlich war das schon da. Ja, erst nachträglich, erst ein Monat nachträglich bei einem 5000 Jahre alten Spiel. Wusstest du das? Naja, also 5000 Jahre ist jetzt auch leicht übertrieben. Es sind nur 4999. Ach, Katze. Oh. Gott. Ist echt eine Weile her, dass ich mit euch Scheiße habe hier im Chat. Ja, du könntest das jeden Tag haben, aber du kommst ja nicht, du sagst. Schon. Du sagst. Ja, halt aktiv zuschauen ist halt meh. Wenn ich nicht irgendwas mache. Wie heute den Abend-Support-Mitarbeiter am zweiten Weihnachtsfeiertag belästigen. Schon. What? Ich habe was bei MMORPG gekauft und ich habe es zum dritten Mal in Folge die
dann eine Fehlermeldung bekommen. Ihr Account muss verifiziert werden. Nachdem ich das beim ersten Mal schon verifiziert habe und dann beim zweiten Mal den Support deswegen angeschrieben habe, habe ich jetzt heute wieder anschreiben müssen, weil ich schon wieder da... bitte Account verifizieren. Aber warum verifizierst du nicht mal deinen Account? Er habe ich ja beim ersten Mal schon. Das ist ja die Sache. Ja, das ist eine Lüge. Du Lügner. Ja, und dann habe ich ihn halt gesagt, ja, Dude, fix it und so. Und dann hat er halt gesagt, ja, er kann nur die aktuelle Bestätigung durchwinken. Aber das scheint am System zu liegen, ob eine Bestätigung aufgefordert wird oder nicht. Also es scheint vollkommen egal zu sein, ob du die bestätigst oder nicht. Das System entscheidet random, wer sich bestätigen muss und wer nicht. Bei jeder Bestellung. Bei mir ist es dreimal in Folge. Ich hab ja gesagt, das System ist rassistisch. Und dann habe ich gesagt, so, if you can't fix it, then I will buy somewhere else und thank you. Und dann habe ich nur gefragt, wie man eine Rückgabe macht bei MMORPG. Das System mag keine Österreicher, ganz klar. Das habe ich jetzt dann in Auftrag gegeben und. Und dann habe ich es bei Steam direkt gekauft. Warte mal, kann man da hinten langlaufen? Ich lauf doch hier ab, wenn ich hier lang laufe, oder? Hundertprozentig. Was das Allergeilste war, Steam war am Ende verbuggt und ich habe den Code nicht mal heimlösen können. Weil Steam behauptet, ich hab den Season Pass schon, obwohl ich ihn eben noch nicht hab. Also habe ich letztendlich sowieso das andere Pack kaufen müssen, wo ich ihren Rabatt drauf bekommen habe. Also habe ich mir eigentlich eh nicht viel Geld gespart und der ganze Hassel war umsonst. Leid's. Ja, deswegen habe ich dann eben den Mitarbeiter gefragt wegen Return und so. Erstmal Mitarbeiter belästigen an Weihnachtsfeiertag. Das finde ich eh krass, dass da überhaupt jemand arbeitet, davon mal abgesehen. Ja, hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Hast bestimmt irgendjemanden aus dem Bett geklingelt oder so mit einer Anfrage. Ey, yo, schaff dein Arsch aus dem Bett, ich bin mir beschweren. Ja, mit Typ. Ey, ich bin nicht derjenige, der was ihn zum Arbeiten gezwungen hat an Weihnachtstag. Da ist Jeff Bezos die Schuld. Ich bin nicht Bezos. Eine Menge Typen. Ah, oh, Jemine. Ja, okay, das war die längste Animation aller Zeiten. Was verwendet Aso eigentlich für Waffen? Speer und. Tiefers. Are you serious? Wo ist der andere hin? Der hat doch den Akku verloren. Hä, wo ist der andere hin? Er hat sich in Luft aufgelöst, Dude. Ja,
Da ist der andere hin. Und okay. Das war überraschend. Die Animation ist länger als gedacht. Wow. Ja, aber es ist eine mächtige Attacke. Oh. Mhm. Nevermind. Wir haben uns heute schon angeschaut, was Ace als nächstes spielen wird. Oha. Nein, nein, nein. Definitiv nein. Aber so was. Wir haben heute schon mal das Thema Fairy Tale gehabt. Und da sind wir irgendwie aufs Thema Fairy Tale Game gekommen. Da habe ich erstmal nachgeschaut, was ist das überhaupt für eine Art Spieler? Nein, ich sage, okay, das wird Ace Next gespielt. Was ist denn? Es ist ein JRPG. Oh. Es ist Ace vs. Enemy. Das ist wie wenn du zu mir sagst, komm, spiel mal Final Fantasy. Oh. Jein. Es kommt drauf an, welches Final Fantasy. Will ich mal anmerken. Was Ace sagen wollte, das ist wie ein klassisches Final Fantasy. Ja, wie die älteren Final Fantasy Teile. Das kann man schon zur Eingrenzung sagen. Stimmt schon. Bin ich halt auch nicht so dann mega Fan. Oder muss ich zumindest die Druck haben? Pokémon zum Beispiel mag ich hin und wieder, weil ich halt eigentlich sammeln hauptsächlich mag. Ja, Pokémon geht. Da habe ich jetzt auch nichts dagegen. Aber ansonsten muss ich das nicht unbedingt haben, also ich weiß nicht, ob ich mir das Spiel gebe. Und wenn schon, dann werde ich mir das, denke ich, eher günstig besorgen. Weil 40 Euro ist mir definitiv zu viel für so ein Spiel. Oh Gott, why? Wie viel kostet sie überhaupt auf G2A, weil Emonovia ist eine Kaution? Was? Wieso gibt's hier irgendwelche Pins und Kassen? Seit wann hat G2A Merch bitte? Seit wann gibt's in der... Okay, in der Submission gibt's Kodamas. Jo, es gibt's bei einigen Submissions. Ey, hast du das bisher nicht gemerkt oder was? Doch, ich weiß schon, dass es das gibt, nur irgendwie habe ich das bei der hier übersehen. Okay. Es kostet trotzdem noch 40 Euro, auch auf G2A. Ich möchte aber trotzdem wissen, was hätte es auf MMOGA gekostet? Fairy Tail. Feine Option im Angebot, okay. Pinguin. Ah. Fairy Tail. Out of stock. Out of stock. EU, Steam. Also auch gleich viel. Also sage ich ja. Das kostet scheinbar selbst die billigste Variante, was du nehmen kannst. 40 plus. Und ja, das ist mir, denke ich, definitiv nicht wert. Es soll vor allem auch bei dem Arc einsetzen, zu dem ich irgendwie relativ wenig Connection habe. Also es setzt am Ende von Gott wird die Insel quasi, die Insel, wo sie die Prüfung haben. Wo noch der Timescape ist. Ich weiß, was du meinst. Also bei der Insel fängt es an, geht bis Tartarus. Also eher die Season 2 im Fokus. Und Season 2 habe ich irgendwie viel Connection, Season 3 habe ich noch gar nicht geschaut. Du meinst, mit ihrem Bäumchen, da, die Insel, ja, genau. Gell? Genau. Fun Hazard? Nein, wir reden jetzt immer nur von Fairy Tail. Es klingt alles nach One Piece hier. Es ist halt einfach auch ein Anime. Ja, und dann geht's ja auch, da geht's ja auf eine Insel, wo ein großer Baum ist. Und dann machen sie ja einen Timeskip. Und dann müssen sie erstmal trainieren, damit sie stark genug sind.
Irgendwo hab ich das schon alles mal gehört. Hab ich, jetzt die erste Frage, ne? Hab ich jetzt von Beast geschrieben oder Fairy Tail? Oh, Mann. Wenn man es nur allgemein haltet, dann gibt's bei beiden genau so eine Stelle. Finde ich irgendwie was witzig, weil das tut mir nicht auffallen. Vor allem eine Insel mit einem riesen Baum. Timeskip. Eine Insel mit zwei Bären. Was? Wer sagt dir was von Bären? Jim Knopf. Kennt Kyle das überhaupt? Wa. Erwartest du gerade nicht zu viel von ihm in der Beziehung? Kiswa. Wer erwartet hier was von wem? Von dir erwartet niemand jemals irgendwas. Gott, wenn es so weitergeht, kriege ich wieder Buffy-Syndrom, nur mit Neo diesmal. Ace mad because dead. Nee. Actually, Hände und so. Beziehungsweise. Machst du jetzt den Kai nach? Naja, ich mach Semi-Sehnenscheinentzündung. Also nicht Kai. Kai hat keine Ahnung, was. Weil es ist halt. Ich trainiere. Ich hab halt die letzten zwei Jahre quasi unter Anführungszeichen hochtrainiert, dass sie halt eben auch mehr Controller Play und so weiter vertraut. Ich weiß nur, Anfang ja, hab wieder Controller instant gezischt. Da erinnern wir uns alle noch schmerzlich. Da ist Tastatur nur halbwegs gegangen, also WoW habe ich ja angefangen, wo ich quasi einfach durch den Schmerz weitergespielt. Und dann hatte ich mich irgendwann halbwegs an Tastatur gewöhnt, aber dann war halt Controller komplett RIP. Oh ja, inzwischen kann ich halt auch mit Controller zeitlang spielen. Boah. Ja, mich einfach pushen, Ace. Just push it. Easy. Easy boy. Wenn ich nicht so Internetprobleme hätte, hätte ich mir mal deinen Stream auf den zweiten Monitor gelegt. Ah, geht's wieder los, ich schüttel das so weit. Ja, stimmt. Das ist immer. Ja, ich glaube, das ist 8 schon. Ich hab das Problem immer abends, Kai. Also, was ja, heißt ich abends? Ich hab realisiert, dass es schon 8 Uhr ist. Du schreibst die ganze Zeit irgendwas, aber ich lese es einfach nicht. Ignore. Der lebt noch. Fuck. Dich auch einfach erschießen, wenn du schon so blind bist. Ach, hat Arsi jetzt mal die Pepo-Gegner und nicht mehr ich. Ich
Ja, also momentan sind sie gerade ziemlich nett und erbarmungsvoll mit mir, muss ich sagen. Ich schnitze durch diese Submission durch und habe bisher nur kein einziges Mal gestorben. Jinxed! Ist das Submission mit den Pinwheels oder? Nee, ist eine andere Submission. Alter, what the? Ace läuft erstmal in die High Stance Heavy Attack rein von der Battle Axe. That's not recommended, Ace. Ich hab Blue was zu Weihnachten geschenkt und Blue struggelt gerade, mir etwas zurückzuschenken. Dabei ist Blue der Einzige, der mir überhaupt irgendwas zurückschenken will. Wow. Kein einziger in Final Fantasy hat mir was geschenkt. Ja. Wir machen halt. Also, ich hoffe, du bist nicht bei mir enttäuscht, weil wir machen es ja eigentlich immer so, dass wir uns nichts schenken. Du hast ja Bommel versucht. Ich hab dir auch nichts geschenkt. Ich war am überlegen, ob ich dir was schenke, to be honest, aber ich dachte mir, ne, das wird halt eh nicht. Ich war ebenfalls überlegen. Ich habe dann gedacht, nee, lass das nicht anfangen, wenn wir einmal anfangen. Schon, ja. Irgendwie. Das ist eigentlich regelmäßig gut, dass sie zumindest zu Weihnachten mir den ständig die Gedanken machen muss. Fuck. Was könnte der geben? Letztes Jahr habe ich es ja genau gemacht. Boah. In Final Fantasy erstmal Geschenke verteilt. Ja, das war cool. Boah. Das war auch ein cooler Abend. Muss ich nochmal so sagen. Jo, war definitiv. Boah. Das war wirklich ein cooler Abend. Ah, wenn du die halbe Zeit unter dem Tisch geschlafen hast. Was? Ich fand's witzig. Und Tier fand's süß. Also, was willst du? Okay. Also spielt ja einen kleinen Charakter. Also, im Prinzip ist er ein Kind. Von der Größe her. Ach, komm, wenn du mich. Der Bewusstsein ist vorbei. Brauchst gar nicht abstreiten. Dein Charakter ist ein Kind. Oh Gott. Also, wo wir halt nachher oben ins Wohnzimmer gegangen sind, also ich hab ja ein Haus in Final Fantasy, wo wir nachher oben ins Wohnzimmer gegangen sind, ist also erstmal im RP in Character unterm Tisch gekrochen und ist nachher die Meldung dann unterm Tisch geblieben. Okay. Unter dem Tisch. Du sagtest, ich soll dorthin gehen, wo ich mich am blödsten finde. Oh Mann. Du bist mir im Wohnzimmer verschlafen vorgekommen. Mein Charakter hat die perfekte Größe, um halt unter dem Tisch zu sitzen und dass es irgendwie rumglitscht. Das sieht halt irgendwie so aus. Er ist halt Kindgröße, actually. Sieht halt wirklich so aus, als ob es passen würde. Deswegen finde ich das so witzig. Aber wie hat er das überlebt? Oh, ey. Arschloch. Ist aber nicht so gut, Freund, mein Lieber. Stimmt, ich hab vergessen, Kyle ist ja hier. So was will ich gar nicht hören in meinem schönen christlichen TS. Klassiker. Der alte Klassiker mal wieder. Man muss aufpassen, du bist katholisch. Okay. Er kommt dann noch drauf an, ob Hardcore. Nee. Er ist nur Bayern und deswegen automatisch katholisch. Ja, also so wie ich. Ich bin ja theoretisch auch katholisch. Nee, du bist Hardcore katholisch. Ich bin erzgläubig! Oh, das hat mehr Schaden gemacht als gedacht. Holy shit. Deswegen habe ich auch ein eigenes christliches TS aufgemacht. Das ist nie, ey, das ist auch fucking alte Buschen. Kommt noch aus Minecraft-Zeiten. Ja.
aus NWO-Zeiten, wo christliche TS noch weiter entfernt war als heutzutage. Fucking hell, ey, was wir damals alles gemacht haben, ey. Das war schon ziemlich unheilig. Meistens wird's noch jemand aus. Er sagt, hey, ja gut. Es meiste waren Mr. T, Human 1457 und I. Ah, krank, Clippy. Clippy guckt dir die Alte an. Clippy. Weil Sonic war ein bisschen älter wie wir, der hat oft für den Blödsinn nicht mitgemacht. Du bist, keine Ahnung, irgendwas anderes. Sonic. Gott, welcher Name? Oh Gott, why? Ace ist erstmal Proxy-triggered. Der Typ war seltsam drauf, ganz ehrlich. Wie viel Erfahrung hast du überhaupt mit Sonic? Genug. Genug, dass ich einschätzen kann, dass ich ihn weird finde. Alter, ich bin ja raus! Diese scheiß Tür! Sonic war eigentlich ganz nett. Ja, solange du ihn nicht getriggert hast. Oder er war leicht zu triggern. Er war halt wirklich leicht zu triggern. Das Diablo triggern, ey. Er war wirklich leicht zu triggern. Er war ständig aggro. Der Typ, ey. Ja, dann nehme ich jetzt schon das Spray. Du fucking Junkie, ey. Ja, ich bin echt ein Junkie geworden. Was hast du da geworden? It's warm, man. You filthy degenerate. ich hab momentan auch wieder mein Problem, was ich in den letzten Tagen irgendwie öfter gehabt hab. Wenn ich Lust auf AP hab, dann ist keiner online. Und wenn ich gerade keine Lust hab, dann sind sie alle online. Alle. Jetzt zum Beispiel sehe ich da zwei Leute, mit denen ich eigentlich gerne spielen würde. Ah, online. Aber im Moment habe ich eigentlich nicht wirklich Lust. Ah. Aber ich weiß, wenn ich jetzt spiele und auf später warte, wo ich dann wieder Lust hätte, dann werden sie vermutlich nicht mehr online sein. Warum müssen die immer zur falschen Zeit online sein? P-Boy. Ich hab ja gesagt, du musst mal AI Dungeon ausprobieren, vielleicht funktioniert das für Roleplaying. Ich hab's schon mal, hat nicht funktioniert. Hat nicht, okay. Didn't work, aber ich meine, das ist halt schon länger her. Ich glaube, damals war es nur AI Dungeon 1. War das noch dabei, oder? War das noch in Google Colab oder? Ich glaube schon, ja. Ja, okay, das hat sich mittlerweile heftig geändert. Inzwischen gibt es sogar Image Generation, wie du gelinkt hast vor kurzem. Ja, Google Colab. Google tut dir kostenlos GPUs anbieten, auf denen du Code laufen lassen kannst. Klingt wie Bitcoin Mining. Ja, wenn du das machst, bist du halt gesperrt, aber theoretisch geht das. Aber du solltest nicht Bitcoin dafür benutzen heutzutage. Warum nicht? Weil Bitcoin sehr ineffektiv ist mit GPUs. Ich meine, okay, kostenlose GPUs, aber ob du da ohne Mining Pool einen Coin zusammenkriegst irgendwann mal, ist eine andere Sache. Und ja, ich meine, ihr habt euch halt mit dem Gambling-Aspekt auseinandergesetzt und ich halt mit den technischen Aspekten. Weil mich das einfach mal interessiert hat, wie das funktioniert. Das ist eine Zwielicht-Mission, by the way. Oh! Du machst eine Zwielicht-Mission, okay. Hab ich nicht gesagt. Ich hab gefragt, was das ist. Ja, da stand nur, wurde jetzt in Zwielicht-Mission geändert. Yes. That's ass rape, wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht ganz genau, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Ach ja, du weißt doch, wie es geht.
überall rumlaufen, alles töten. Ja, ich hab gerade nichts mehr zu töten, das ist jetzt, ja. Elakri! Ich denke mal, ich muss einfach das hier machen. Ja, okay. Nothing I can kill, Chat! Ja, hier ist halt im Moment wirklich gerade nichts zum Töten. Elakri! Jetzt ist da was zum Töten. Alter, lol! What the fuck? Oh, welches? Alter, was war das für ein Debuff? What the Ace kriegt erstmal eine auf den Popo. Alter, das war einfach geslowed, aber mehr als slow. Das war ja... Ace got spanked und so. Das war keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Das war Framerate slowing me down. Das war eine Axt. Ace hat die Peitsche auf den Hintern bekommen. Ja, und jetzt die Axt zwischen die Arschbacken. Was zeigst du uns da? Deine Lego Collection oder was? Schon. Weil Axi witzigerweise mir auch gerade danach gefragt hat. er hat mir auch gerade geschrieben, dass er gesehen hat, dass sie vor kurzem ein Lego-Spiel gespielt haben und dass sie jetzt eben das auf Steam im Angebot ist und dann ist so, yeah, I already got it. Way ahead of you, boy. Wow. Ich glaube, ich muss da mal die Leiter runtergehen. Ich will mal gucken, was da ist. Ich find's auch lustig irgendwie, wie die Gegner hier einfach mal ihre Fackel fallen lassen. Immerhin nicht so, dass die Fackel einfach verschwindet. Attention to detail und so. Ich find sowas schön. Keine Ahnung warum. Jojo, ist definitiv immer schön. Attention to detail. Sagte er zu einem Spiel, in dem Leute Skipulse einsetzen und einen auf Fußradar machen. Lol. Also, wenn das kein Pepo-Gegner ist, dann weiß ich auch nicht. Guck mal, der rennt da dagegen, bis er keinen Ski mehr hat und dann... Und dann rennt er weiter. Oh Mann. Ich erlöse ihn mal. Ich sollte vielleicht im Blue auch mal deinen Link schicken. Ja, Moment, Leute. Oh Gott. Hey, was machst du eigentlich mit deinen überschüssigen Gegenständen, ha? Huh? Jetzt haben wir gedacht, mit den überschüssigen Talentpunkten. Ja, das ist auch eine gute Frage. Es hat 306.000 von der Währung, ne? Wird die nie ausgeben, oder? Oh. Gold, Duplonen! Ich hab gesehen, dass. Transmuxen oder wie man es nennen will, kostet Gold, also vielleicht wandert. Ich würde die 306.000 dafür verbrauchen. Okay. Das heißt du nicht! Oh Mann, ey. Ach ey, so machst du mich du Transmuxer-Boy. Ich war irgendwie gerade, wo ich das gesagt habe, war mein Kopf irgendwie im Videoland, also OBS und shit. Schon. Transmuxer Boy.
Oh Gott, why? Oh Gott, why? Not good. Wenn du Gegenstände mit hohem Vertrautheitsgrad trägst, erhältst du beim Beten am Schrein mehr Amrita. Aha. Mehr ist die. Das ist das Einzige, wozu Vertrautheit gut ist, dass du einfach mehr XP erhältst, wenn du mal kurz beim Checkpoint bist. Nein. Nee, ich glaube, die Waffen werden auch stärker. Ah ja, Sondereffekte. Nicht nur das, sondern auch, dass die Waffen mehr Schaden machen. Ja. Zum Beispiel. Hab ich ja gesagt, ja, also Waffen werden stärker. Jo, na, weil er gesagt hat, Sondereffekte. Und ich sag eben nicht nur Sondereffekte, sondern auch Damage kommen. Actually. Also sie werden auf mehrere Orten. So viele Leute hier, ey. Lol, wie ist der eben gestorben? Like seriously, what did I do? Wie ist der verreckt eben? That was weird. Ah, jetzt wollte ich immer noch hier mal gucken, was da ist. Oh nein, so viele nutzlose Waffen, alles kaufen! Oh, das Ace braucht. Das Buch braucht Ace unbedingt, ganz dringend, oder? Lass mich raten, noch mehr Skillpunkte. Nee, viel wichtiger. Was könnte wichtiger sein als mehr Skillpunkte? Die bereits benutzten zurückverteilen. Oh! Gut! Oh ja, das könnte ich wirklich gebrauchen, aber nicht in diesem Spiel. Oh, du kannst übrigens 10.000 Ace, du kannst dich also literally 30 mal neu skillen. Mann, Ace, verteile nicht deine scheiß Skillpunkte, du Opfer. Das ist unglaublich. Du kannst 30 mal neu verteilen, du hast doch alle Skillpunkte, fast alle. Also triggert. Das ist unglaublich. Also triggern ist immer witzig. Mach mich fertig, der Typ. Ach, also. Lass dich doch nicht so leicht triggern. Ich glaube, ich muss eben mal die Cursed Crusade Videos schicken. Cursed Crusade Videos und dann? Ja, da renne ich auch rum mit Dings X-Punkten und verteile sie nicht. Und beende das Spiel. So ein Opfer, ey. Ich hab's nicht nötig. Ja, also dreht durch, Mundkreis. Zeig dir gleich hier, wer hier durchdreht. Ja, du! Jetzt weiß ich nicht, war der Gegner da auf dem Boot optional oder nicht? Ich guck mal, was hier ist. Du hast ihn auf jeden Fall noch nicht getötet und der hat gesagt, die Regel ist, töte alles einmal. Remember the rules. All you had to do was kill the damn anime, CJ. Ja, I see. Ich erinnere mich. All you had to do was kill the damn enemy, CJ. War das nicht Stop the Train? Ja.
Ach, ey. Also, du. Also, kennt auch noch nicht, dass ich gerne Witze ruiniere. Doch, das kenne ich. Und das macht mich jedes Mal traurig. Ey, Ace, ganz ehrlich. Ace war früher noch schlimmer in der Beziehung. Ace war früher noch viel schlimmer in der Beziehung, wie zu ruinieren. Ich hab ihn erstmal beibringen müssen, was Sarkasmus ist. Da ist nicht viel von hängen geblieben, muss ich sagen. Also wenn du ihn früher gekannt hättest, dann wüsstest du, was ich meine. Oh Mann. Der Typ. Heute ist so, ja, manchmal macht das noch, aber früher war es halt einfach 100%. Hey, ich brauch mal einen kleinen Tipp. Nur einen kleinen. Oh, die sind sexy, muss ich sagen. Ja. Die Nettigkeit, die Ace da gerade hat. Slow-mo! Die sind cool. Die gefallen mir. Die sehen gut aus. Frame rate. Slowing. Wow. Also, was ich dich fragen wollte, weiße Gegenstände, verkaufst du sie oder zerlegst du sie? Was machst du mit denen, also wenn du sie wirklich nicht brauchst? Nun, du fragst mich, was besser ist oder was immer? Was? Du frag ich dich was oder was? Fragst du mich, was besser ist oder was immer? Okay, Your item box ist voll. Sie mir beides halt? Denn was besser ist, hängt davon ab, was du damit machen willst. Oder generell, was du machen willst im Spiel. Naja. Denn was? Ich zum Beispiel, ich zerleg sie alle. Es hat aber nur einen Sinn, wenn du auch craften willst später. Ach, wirklich? Und craften macht eigentlich erst im NG Plus wirklich Sinn, ansonsten wärst du es kaum benutzen. Deswegen ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Okay, was macht man denn mit Geld? Ich meine. Ja, dann übrigens sich doch die Frage, was ich mache, weil wenn du sagst, ich brauche Geld zum Spielen, ich brauche Tage zum Spielen. Du kannst sagst ja nicht, auch bei Kodamas verkaufen für XP. Das ist die Alternative. Ach gut, ja, stimmt. Und wenn du nicht vorhast zu schmieden, ist das vermutlich auch die beste Variante. Das macht Ace zum Beispiel auch, weil Ace wird garantiert nicht schmieden. Also Ace verkauft alle seine Gegenstände an Kodamas für Erfahrungspunkte und stirbt dann zweimal, um sie endgültig zu verlieren. I see. Genau. Gute Taktik, Ace. Gute Strategy. Nee, ich tu meistens dann natürlich hinterher Level. Er könnte sie auch gleich in NFTs investieren, hätte mehr von. Gott, oh mein. Ace triggered. Hey, stell dir vor, jemand macht ein JRPG über NFTs. Ja, okay, ich mag JRPGs eh nicht, also. Did you ever hear of NFTs? Ace, make an offering? Ne? Mach ein Opfer an die NFT-Götter. Und dann stimmt zweimal. Oh Mann, ey. Das ist so dumm. Ich zerleg das jetzt. Hey, yo. Das ist das, was ich halt mache, ne? Aber. Aber vorher will ich nochmal kurz was testen. Nice. Ah, du weißt, was jetzt passiert. Obwohl der ist Stufe 3. Ich guck erstmal, was ich noch dabei habe und dann. Das ist nicht so teuer, also. Das kann ich ruhig öfter machen. Ja, aber ich rüste mich erstmal neu aus. Bevor ich das gleich doppelt mache. Aber die Idee ist auf jeden Fall. Weißt du, was ich jetzt. Was du dazu sagst? Dazu sage ich. Und, warte, ich editiere noch was hinzu. Ja, das sage ich dazu.
Brace. Also macht sich gerade Transmog von der Ritterrüstung. Okay. Zumindest vom Helm. Den Rest gucken wir mal. Praise the sun. Praise the sun. Praise. Was hatte ich meine Weide als Klingelton? Praise till you're hollow. Kann ich mich hier in diesem Menü eigentlich umrüsten? Yes. Ah ja, ja, okay, ich muss da Escape drücken. Of course. Flot Pepper Man. Ja! Yeah. Ich hätte noch mal kurz eine Frage zu den Item-Werten, wenn du kurz Zeit hast. Nicht zu den Symbolen, die die Rüstung haben. Über das Kart, tschüss! Zum Beispiel hier, das ist eigentlich perfekt. War. Diese Rüstung hat jetzt hier zwei Symbole, die ich nicht verstehe. Kannst du mir mal kurz was zu denen sagen? War. Einmal bei Schadensreduktion, einmal bei reduzierte Seelenbildkosten. Da muss ich tatsächlich selber kurz googeln. Ich glaube, das erste Symbol ist gewesen, dass dieser Buff immer auf der Art von Handschuh drauf ist. Glaube ich. Und das zweite bin ich mir nicht sicher, aber das dürfte einfach nur symbolisieren, dass es ein Special ist, weil es selten ist. Keine Ahnung, actually. Es gibt auf jeden Fall noch ein anderes Symbol. Warte mal, geh mal durch. Es gibt nur ein weiteres Symbol. Das ist ja das, was nur Bedeutung hat. Was sich übertragen lässt oder sowas. Genau. Das hat die Schmiedin eben erklärt, nebenbei. Okay. Was ich jetzt allerdings nirgendwo finde. Wahrscheinlich ist es auf einer Waffe drauf. Es ist. Ja, genau, da ist. Warte, da war es zum Beispiel. Da war es quasi, genau. Das ist so das Symbol, was du merken musst, weil es eben. Es sagt, dass du das, wenn du maximale Familiarity hast, also Vertrautheit, dann musst du diesen Wert auf eine andere Waffe übertragen. Aber wahrscheinlich immer nur ein Effekt pro Waffe, ne? Ich meine, überschreibt dann wahrscheinlich den anderen Familiarity-Effekt. Zumindest wird das immer. Ah, meine Nase. Also, hör mir auf mit deiner Nase, ey. Ace ist heute auch vieles Nase, man. Ich hab grad meinen Nasenspray genommen. Die Scheiße, Chunk, ich such die. Die Chunk ist hier, ey. Es wird halt immer schlimmer und ich fange wieder an mehr zu nehmen, als ich eigentlich sollte. Mondkreis. Ja, das geht dann schon leicht Richtung Chunkies, doppelt. Ist doppelt. Get some help. Ja, normalerweise nehme ich es einmal am Tag, wenn man dann, wenn ich schlafen gehe, aber gestern habe ich es zu früh genommen, deswegen bin ich in der Nacht wieder aufgewacht, deswegen habe ich es so um 7 oder 8 Uhr morgens nochmal genommen. Und jetzt fängt es halt schon wieder mitten am Tag an. Ich habe jetzt noch keinen Bock schlafen zu gehen, also nehme ich es jetzt nochmal, weil ich noch lange wach bleiben werde. Nur damit ich es dann beim Schlafen gehen nochmal nehmen kann. Also ich nehme es momentan 3 bis 4 Mal am Tag. Monkreis. Actually chunky und so. Ich versuche aber nur kleine Sprühstöße zu geben. Also ich drücke nicht voll durch, ich drücke nur mal so ein kleines bisschen. Ich brauche ja nur ein bisschen, um über den Tag zu kommen. Nur ein bisschen Stoff. Happy Hands. Oh mein Gott. Oh Gott, wie das klingt, die brauche ich nur ein bisschen. Oh Gott, why? That's so sad. That's so true.
Also ich kann irgendwie ja nichts weiteres dazu finden, also es scheint einfach das zu sein, dass der Stern einfach heißt, dass es selten ist, weil lila Farbe ist auf jeden Fall epic, also ist das einfach nur scheinbar nur mal um extra zu symbolisieren, oh das ist fancy und special und selten. Ja, wie gesagt, das andere ist, dass es auf der Waffenart oder auf der Rüstungsart immer drauf ist. I guess. I can't find any other info. Thank you. You're welcome. Kann ich auch den Seltenheitsgrad einer Waffe neu machen? Eine bestehende Waffe? Nein. Kannst du Seltenheit upgraden? Nein. Okay. Kannst du nur die Stats, die Buffs verändern? Du kannst Soul matchen. Dann kannst du quasi aufleveln. Auf eine höher levelige Waffe. ich denke, das passt. Ah, Demission! Teils Lieblingsworte, die Mission. Ach, die Mission, die kenne ich auch. Ja, so auswendig erinnere ich mich halt immer an alle Missionen, aber sobald es bei Ace, ach, ding, das war ja die Mission. Ja, Klick. Die Tür oder was hat ich bei dir so getriggert? Nee. Es war nur vor der Tür. Es war der Weg hin zur Tür. Der mir in Erinnerung geblieben ist. Aus irgendeinem Grund. Erstmal wieder Ace verunsichert. Dazu gehört nicht viel. Ah ja, Mehrhag. Okay. Oh Mann, genau das finde ich ja immer. Das hat mich letztes Mal schon bei Dingen gekillt. Die unendliche Anzahl an Items in diesem Spiel. Killt mich jedes Mal. Ich muss sich da nicht so lange dran denken. Ich muss einfach irgendwas nehmen. Das mach ja nicht mal die. Also wie gesagt, ich hab's glaube ich eh schon mal. Warte, ja, hast du? Ich hab bei Ace schon einmal ausgeführt, was für das Wichtigste ist und worauf du überhaupt achten solltest und was nicht. Okay, that was easy. Dass man schneller durchkommt. That was actually easy. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Not bad. Ich erinnere mich allerdings auch nicht mehr so genau, was du gesagt hast. Okay, bitte mal abgehauen. This time actually not a meme. ich kann es ja sagen. Guck einfach nur auf Items, wo goldene, blaue oder grüne Sachen haben. Goldene, blaue oder grüne? Statuseffekte. Okay. Das war Kais Tipp. Und der Level, glaube ich. Und ansonsten ignore everything. Ich muss auch sagen, die Rüstung hier, die sieht auch leicht weird aus. Aber, okay. So, ich dachte, er hätte damals gesagt, ich soll möglichst einfach erstmal Sachen mit der höchsten Stufe oder so nehmen. Ich nehme erstmal zeigen, wo Amrita Bilanz drauf ist. Amrita ist immer gut. Ishidaka Tokunawa Kanado Makoto Kudarane. Yoga Dokenata Tonari Kakimashi Diaroka no. 1000年先まで世の悪名が響こうが構わぬ。このくだらぬ乱世を壊したいのじゃ。
Anjin to yara. Sono kikkake o tsukuru yamo shirenu no. Oh Gott, morgen wird ein stressiger Tag. Why? Weil die morgen wieder kommen. Ja. Ja, ich hatte die Woche über ja Ruhe. Absolute Ruhe. Du weißt gar nicht, wie schön das ist, wenn dir jeden Tag irgendjemand den Kopf zulabert und du hast wirklich mal einen Tag, wo kein Schwanz da ist und es ist einfach ruhig. Das ist so awesome. Oh, ich kann es mir vorstellen. Ja, und morgen endet das. Und zudem muss ich halt auch gucken, weil wir haben halt zwei Katzen. Eine davon ist etwas bescheuert, dass die Wohnung morgen wieder einigermaßen okay ist. Das Problem ist, ich rieche halt nichts oder sehr wenig. Und das macht die Sache nicht leichter. Ich meine, mich stört's nicht, aber andere. Chris war. WB. Vielen Dank. So. Wir gucken jetzt alle ASO zu, habe ich gehört, weil ich habe keine Submissions left. Ich habe gehört, Ace macht die nächste Hauptmission. Ich habe gehört, ich gehe heute nicht ins neue Gebiet.